Hallo Leute, herzlich willkommen zu Testcheck Nummer 2 mit Henry. Im Laufe der vergangenen Wochen habe ich viele Reaktionen auf mein Debüt in der letzten Ausgabe erhalten. An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders für die Mail einer Rugby-Mannschaft bedanken, die doch gerne mal bei mir vorbeikommen würde, um mit meinem Schädel eine Runde Rugby zu spielen. Von der André-Front gibt's übrigens auch noch nichts Neues zu berichten, ihm geht's nicht wirklich besser. Als ich ihn letztes Mal nach dem Testcheck gefragt habe, fing er fürchterlich an zu zittern und versuchte sofort, sich seinen Schädel an der Bürowand abzuradieren. Seit diesem Vorfall herrscht für André in der Redaktion Helmpflicht. Das ist nicht nur gut für seine Kopfhaut, sondern schont auch unsere Wände. Und da sind wir auch schon, mitten in der Space Invaders Anniversary Edition für die PlayStation 2. Ja genau, schaut euch das mal gut an, ihr technikverwöhnten Polygon-Count-Junkies und Framerate-Fetischisten. So haben Spiele damals ausgesehen. Grafik, für die sich jedes Handy heutzutage schämen würde, Sound, der nach heutigen Maßstäben eher als akustischer Terrorismus gewertet werden muss. Trotzdem waren die Space Invaders mal das heißeste Ding auf diesem Planeten. Videospielnostalgiker sollten mal einen Blick auf die Sammlung werfen, die eingangs erwähnten Technikfetischisten lassen lieber die Finger davon. Kommen wir nun zu Pool Paradise für die PS2. Hinter dem Spiel verbirgt sich kein geringerer als Archer McLean, seines Zeichens Erfinder solcher Klassiker wie Drop Zone oder International Karate. Legenden besagen, dass Mr. McLean nach einer gewonnenen Partie International Karate von seinem wütenden Gegner einen Billardkö in den allerwertesten über den Schädel gezogen bekommen hat. Um dieses Erlebnis zu verarbeiten, produziert er seit Jahren nur noch Snooker- oder Pool-Billard-Simulationen. Fans des rosa Sports dürfen sich laut Pressetext über eine akkurate Ballphysik sowie 30 realistische Gegner freuen. An dem Punkt vermute ich mal ganz einfach einen Marketingtrick, denn außer den Flossen ist von den Kö-Künstlern nichts zu sehen. Sowas passiert, wenn den Programmierern mittendrin die Kohle ausgeht. Da wird schon mal am Polygonmodell gespart. Wer gern mal im Urlaubsambiente ein paar Kugeln schieben will, darf einen Blick riskieren. Ich hingegen tendiere, wenn es schon Pool sein muss, eher zu World Championship Pool 2004, das für die PlayStation 2 und die Xbox erscheint. Im Bild seht ihr gerade die Xbox-Version. Im Vergleich zum eben gesehenen Pool Paradise hat World Championship Pool 2004 ein paar Vorteile. So ist der Tisch grün und nicht rosa, die Gegner sind zu sehen, das zeige ich euch gleich mal. Es lässt sich meiner Meinung nach wesentlich besser steuern und man kann es zumindest auf der Xbox online spielen. So, nachdem ich eben den allergrößten Wattepuster-Anstoß der Welt hingelegt habe, werde ich jetzt von der netten jungen Dame, das ist meine Gegnerin, wahrscheinlich ordentlich eins auf die Mütze kriegen. Na, geht die blaue rein? Eher nicht. Okay, jetzt bin ich am Zug. Mal sehen, was draus wird. Schön ist, dass ihr bei Pool Championship Zielhilfen für Blindfische wie mich habt, die es doch deutlich erleichtern, den Ball in die Tasche zu spielen. So, und zack. Ah, verdammt. Kann vorkommen. Mal sehen, was die nette junge Dame draus macht. Pool Championship 2004 bietet authentische Atmosphäre, soweit ich das Abprallverhalten der Bälle beurteilen kann, kommt mir das sehr realistisch vor. Zielhilfen für Blinde, lizenzierte Spieler wie Thorsten Hohmann, wer auch immer das ist, und ein Teppichdesign, bei dem sich einem die Fußnägel aufrollen. Mir hat's sehr gut gefallen, ich werde jetzt nochmal versuchen, ein paar Sachen einzulochen, der musste einfach sein, entschuldigt bitte. Und dann geht's auch schon weiter zum nächsten Spiel. Nein, euer DVD-Player ist nicht kaputt. Ich habe ein Standbild eingebaut, um ein wenig Vorher-Nachher-Show zu spielen. Für alle, die diese Shows nicht kennen, ich weiß auch gar nicht, ob sowas aktuell noch im Fernsehen gibt, ein paar Worte zur Erklärung. In diesen Sendungen lassen sich abgeranzte Hausfrauen und vom Leben gezeichnete Männer von Profis die Falten aus der zerfurchten Visage bügeln oder mit Schminke zuspachteln. Mitesser werden ausgedrückt, die Leute bekommen eine neue Frisur verpasst und werden mit neuen Klamotten zugeschmissen. Lustig ist, dass das bei Videospielen manchmal umgekehrt funktioniert. Schaut euch mal diesen Screenshot von Mellis an, der ist aus dem Jahre 2001. Damals war das Spiel noch Xbox-exklusiv und wurde von diversen Zeitschriften und Websites als der größte Knaller seit der Erfindung des Knäckebrots gefeiert. Irgendwann wurde es dann allerdings ein bisschen still um Mellis, dann verschwand es kurzzeitig und letzte Woche ist es dann in der Redaktion aufgetaucht. Lasst uns mal kurz ein kleines Gedankenspiel spielen. Nehmen wir mal an, dieser Screenshot entspricht von der Schönheit her ungefähr Heidi Klum. Dann ist das fertige Mellis, das ihr gleich sehen werdet, atmet schon mal tief durch, ungefähr zu vergleichen mit Angela Merkel,
im Bikini. Und ab geht's. Boah, was für ein Unterschied. Die Spieleschachtel möchte uns diesen programmierten Schmodder übrigens als surreal, atemberaubend, einzigartig. Mellis ist eine finstere und zugleich komische Fabel verkaufen. Einen Sinn für Humor kann man den Herstellern wirklich nicht absprechen. Man muss schon ein bisschen durchgeknallt sein, um ein derart überflüssiges Spiel zu veröffentlichen. Schaut's euch doch mal an, es ruckelt wie die Seuche, ist so dynamisch wie ich vor meinem ersten Kaffee und ganz weit davon entfernt, auch nur ansatzweise Spaß zu machen. Also toben wir mit der roten Rotznase, die übrigens eine Art Göttin sein soll, durch die Pampa und schauen uns mal an, was aus den angekündigten hochauflösenden Texturen mit Schnicki-Schnacki-Mapping geworden ist. Habt ihr sie eben gesehen? Absolut nischt. Wahrscheinlich hat man für das Texturdesign einfach ein paar Kleinkinder von der Straße geholt, ihnen einen Tuschkasten in die Hand gedrückt und gesagt, dann kleckst mal los, Kiddies. Ein weiterer Beweis für die unglaubliche Kreativität der Entwickler sind die sehr inspirierten Feinde. Seht's euch an, irgendwie erinnern mich die Teile an Wärmflaschen. Nur wenn ich eine Wärmflasche verprügeln will, gehe ich ins Badezimmer, dafür brauche ich keine Xbox. Weil ich so ein netter Kerl bin und nachdem ich dieses unglaublich spannende Spring auf vier Säulen und guck, was passiert Rätsel gelöst habe, zeige ich euch mal den absoluten grafischen Höhepunkt von Mellis. Dafür ist mit Sicherheit mindestens die Hälfte des Produktionsbudgets draufgegangen. Und Achtung, festhalten. So, da ist er. Ihr habt's gesehen, jetzt braucht es euch nicht zu kaufen. Es sei denn, ihr wollt jemandem das Hobby Videospiele verderben, dann ist Mellis echt ein heißer Tipp. Kommen wir nun zu einem weiteren Spiel, das so überflüssig ist wie ein Hühnerauge. Die Rede ist von Memorick The Apprentice Knight für die Xbox. Apprentice bedeutet übersetzt so viel wie Auszubildender. Wenn man sich das Spiel so anschaut, bekommt man fast den Eindruck, als wären bei der Entstehung von Memorick auch nur Azubis am Werk gewesen. Für die Hintergrundgeschichte haben sich die Macher durch die Artus-Sage geflattert und ein durch und durch belangloses Spiel drumherum gestrickt. Dabei verspricht die Rückseite der Spieleschachtel so einiges. Es erwartet sie eine märchenhafte, ja, wunderschöne, genau, und komplett interaktive 3D-Umgebung, basierend auf der Artus-Legende. Ich will euch mal was sagen, da ist selbst meine Klospülung noch interaktiver. Stärke, Schild, Schwert und Rüstung verbessern sich im Laufe des Spiels. Mein Gott, das hat's ja echt noch nie gegeben. Zahlreiche interessante Charaktere und fantastische Kreaturen? Nö. Glaube ich nicht, habe ich keine gesehen. Das Spiel ist leicht zu erlernen und ist für jeden Spieler geeignet, vom Anfänger bis zum Experten. Auch das ist glatt gelogen, denn jeder Spieler, der ein bisschen Geschmack hat, lässt den guten Memorick links liegen. Abgesehen von der unspektakulären Grafik, mit der man vielleicht Ende der 90er noch irgendjemand hätte hinterm Ofen vorlocken können und der vermurksten Steuerung, hat Memorick noch ein weiteres Problem. Es macht einfach keinen Spaß. Oh, da ist eine der fantastischen Kreaturen, die uns die Spieleschachtel angekündigt hat. Wirkt auf mich eher wie Schrumpfgollum. Whatever, wenn man sich vorstellt, dass der Schrumpfgollum, der gerade Fersengeld gibt, ein Programmierer ist und der rothaarige Recker ein Kunde, der sich Memorick gekauft hat und der seine Kohle zurückhaben will, dann macht es fast schon wieder Spaß. Nee, lasst die Finger davon, kauft euch lieber eine Memorick-Card. Haha, okay, weiter geht's. Oh mein Gott, meine Augen. Wie dem auch sei, herzlich willkommen zu Riding Spirits 2 für die PlayStation 2 von Capcom. Mein lieber Scholli, solche Flimmerorgien habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ich meine, wir reden hier nicht mehr von normalem Kantenflimmern, das kann ja vorkommen. Das ganze Spiel flimmert. Ich habe schon von Programmierteams gehört, die es im Laufe der Zeit geschafft haben, ihre Kunst zu verbessern und eben Fehler wie starke Flimmereien zu vermeiden. Im Falle von Riding Spirits scheint dieser Lerneffekt allerdings nicht gefruchtet zu haben, denn das Spiel flimmert mindestens genauso schlimm wie der Vorgänger. Ich meine, guckt euch das mal an, die Kanten sehen aus, als ob ein Kleinkind versucht hätte, irgendwas mit einer Spielzeugschere auszuschneiden. Ja, Capcom, ich glaube, das ist echt der falsche Weg. Na gut, Optik ist nicht alles, solange der Spielspaß stimmt. Allerdings sieht's da auch eher mau aus. Das Geschwindigkeitsgefühl kommt null rüber. Anstatt auf einer Rennmaschine zu sitzen, habe ich hier eher den Eindruck, mit einer Mofa durch die niedersächsische Pampa zu brezeln. Das bringt's gar nicht. Mal sehen, vielleicht ist die Flimmerstrecke ja ein Ausrutscher. Düsen wir doch gleich mal weiter zum nächsten Track. So, mittlerweile habe ich mir eine Schutzbrille aufgesetzt, dann klappt's auch wieder mit den Augen. Mit dem Rennspiel klappt's aber irgendwie nicht, weil die Steuerung ziemlich träge reagiert und ich nicht den Eindruck habe, dass das auch nur einen Hauch von Realismus mit sich bringt. Schauen wir uns doch mal die euphorisch jubelnden Zuschauermengen an. Muss sowas im Jahre 2004 denn noch sein? Pappfigürchen, die da irgendwo rumstehen? Ich habe schon Modellbahnanlagen gesehen, die irgendwie belebter waren als das hier. Jetzt werden wir nochmal einen anderen Kurs probieren, vielleicht hat sich da was getan, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Ihr kennt doch sicher die Vermerke auf den Zigarettenschachteln, auf denen steht, der EU-Gesundheitsminister warnt, Rauchen gefährdet die Gesundheit, Rauchen ist tödlich etc. Stimmt ja auch alles, finde ich auch sehr sinnvoll, lasst lieber die Finger davon, aber im Falle von Riding Spirits 2 fordere ich auch einen solchen Vermerk. Irgendwas mit Achtung, der EU-Spielspaßminister warnt, Riding Spirits kann ihren Sehnerv verknoten und führt zu spontanen Brechreizen bei unschuldigen Spielern. Ich sag euch was, kauft euch dieses Spiel bitte nicht. Denn mit jedem verkauften Riding Spirits 2 steigt die Wahrscheinlichkeit, dass hier nächstes Jahr Riding Spirits 3 auf meinem Tisch landet. Und bitte, das wollt ihr mir doch nicht antun, oder? So, nach diesem Gurkensalat begeben wir uns zum Abschluss mal ins mittelalterliche Japan. Als erstes schauen wir uns dabei Way of the Samurai 2 für die PS2 an. In der Rolle eines Ronin, das sind herrenlose Samurai, müsst ihr euch mit dem Leben in einer Kleinstadt auseinandersetzen. Das Spiel bietet eine verzweigte Storyline, viele Waffen und sehr taktische Kämpfe. Außerdem müsst ihr euch durch Dialoge klicken, die die Handlung direkt beeinflussen. Hier sind wir gerade angekommen und fahren uns einen Reisball rein. Da ich seit Shenmue weiß, wie stressig kleine Mädchen in Videospielen sind, jagen wir die Göre lieber zum Teufel. Ja, nicht gucken, abhauen. So, die erste gute Tat wäre damit für heute getan. Mal sehen, was die drei Schlümpfe von mir wollen. Oh nein, das könnte Ärger geben, aber ich bin doch heute eher kuschelig drauf. Mal sehen. Und was mache ich da? Ich wähle die Friedenstauben-Antwort. Gewalt ist keine Lösung. Lasst uns drüber reden, Leute. Man muss sich nicht immer prügeln. Man kann das auch im Gespräch aus der Welt schaffen. Sicherlich. What a chicken! Scheinen nicht sehr kompromissbereit zu sein, die Jungs. Und jetzt kriege ich Sänge. Dumme Sache. Aber daraus haben wir was gelernt, nämlich Gewalt ist keine Lösung, ist in Videospielen oftmals keine Lösung. Wollen wir doch mal sehen, ob das nicht auch anders funktioniert. So, jetzt sind wir wieder an derselben Stelle angekommen und reißen zur Abwechslung mal unsere Klappe auf. Obwohl die Kämpfe eher dürftig animiert sind und alles andere als spektakulär aussehen, haben die Entwickler ein sehr ausgefuchstes und taktisches Kampfsystem eingebaut. Ihr könnt im Verlauf des Spiels ungefähr 12 Millionen Waffen einsammeln, die alle über eine eigene Move-Palette verfügen. Zudem lernt der Samurai im Kampf ständig neue Bewegungen dazu. Obwohl es nicht gut aussieht, sollten gerade Freunde von Samurai-Spielen einen Blick riskieren, denn das Ding hat nicht nur eine tolle Story und bietet hohen Wiederspielwert, es gibt halt viel einzusammeln, sondern verfügt auch über coole Atmosphäre. Wer mit Sword of the Samurai schon durch ist, sollte auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. So, zum Abschluss besuchen wir noch die Samurai Warriors auf der PlayStation 2. Das Spiel ist ein Ableger der berühmten Dynasty Warriors Serie. Die Handlung wurde dabei von China nach Japan verlegt. Ihr habt die Wahl zwischen insgesamt 15 Charakteren, die alle eine eigene Geschichte erzählen. Wer will, kann sich auch einen eigenen Charakter basteln und diesen rollenspielmäßig aufpowern. Zusätzlich erwarten euch noch ein Survival-Modus, ein Challenge-Modus und ein Versus-Modus. Ganz egal, wofür ihr euch entscheidet, am Ende findet ihr euch auf dem Schlachtfeld wieder und müsst euch durch feindliche Armeen metzeln. Die Typen mit den grünen Energiebalken sind übrigens meine Bodyguards, die darauf achten sollen, dass ich nicht abgeschlachtet werde. Naja, die machen ihren Job im Moment eher schlecht als recht. Während der Riesenmetzelorgie werdet ihr ständig durch irgendwelche Untermissionen, weil der Feind gerade durch Tor ABC gebrochen ist, auf Trab gehalten. Mir hat Samurai Warriors sehr gefallen. Wer auf Dynasty Warriors steht, kann sich das Ding blind kaufen. Alle anderen sollten vielleicht Probe spielen, da es echt nicht jedermanns Sache ist. Dauermotivation gibt's auf jeden Fall genug. Es gibt tonnenweise Sachen frei zu spielen, neue Charaktere, neue Geschichten, neue Schlachtfelder und so weiter. So, das war's für diesen Monat von mir und dem Testcheck. Wir hören und sehen uns nächsten Monat in alter Frische wieder. Einen guten Start in den Sommer und hoffentlich keinen Heuschnupfen. Bis dann, Leute.